Was habe ich Ihnen mitgebracht? Die Bibliothek als Wolkenfabrik. Neue Plattformen für digitale Teilhabe, Cloud-Dienste von Bibliotheken. Das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch schon ein paar Jahren rumtreibe. Ich habe vor 3 Jahren auf dem Bibliothekartag auch schon mal einen Vortrag gehalten, der ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Und seitdem haben wir auch an der Staatsbibliothek noch deutlich mehr Hands-on-Erfahrungen gesammelt, wie man mit solchen Dienstleistungen umgehen könnte, insbesondere bei uns im Intranet. Und ich denke, es ist an der Zeit, mal den nächsten Schritt zu wagen. Und da dachte ich, ist das hier ein perfektes Gremium dafür. Was wir als Bibliotheken ja schon immer tun, ist, wir verwalten und teilen Informationen und bieten Infrastruktur zum Wissenserwerb an. Klassischerweise haben wir das vor allen Dingen mit Büchern getan, Zeitschriften, aber seit vielen Jahren auch sehr erfolgreich mit digitalen Medien, und da ist der VÖBB, finde ich, ja nach wie vor sehr gut aufgestellt. Was wir aber auch sehen, ist, dass Informationen zunehmend vernetzt entstehen, dezentral und entlang von Kommunikationsprozessen. Das heißt also, so die Monographie, der Roman ist vielleicht gar nicht mehr unbedingt so das Zentrum, wie im Jahr 2022 relevante Informationen passieren. Und wenn man das mal versucht, auf so einer Zeitleiste so ein bisschen abzubilden, ich habe es mal kanonische Orte des Wissens genannt, dann kommen wir alle, glaube ich, wenn wir hier im Raum sitzen, noch aus dieser Zeit hier, wo man 2006 stolz war, wenn man irgendwie ein oder mehrere Bände des gedruckten Brockhaus bei sich im Regal hatte. Dann 2010 Wikipedia, womit sich gerade die Bibliotheken, das weiß ich noch sehr gut, anfangs sehr, sehr schwer getan haben. Ja, das hatte also wirklich so diese klassische Verweigerungskurve nach Katrin Passig. Erst macht man sich darüber lustig, das kann doch alles nichts, und dann fragt man, das braucht doch alles keiner, bis man dann irgendwann merkt, okay, es ist wirklich das Ding der Stunde und man kommt überhaupt nicht mehr drum, und es vergeht kein Vortrag von mir und darum auch hier, indem ich nicht sage, das wäre unser Job gewesen, die Wikipedia zu erfinden. Wir als Bibliotheken hätten das tun sollen. 2019 sah die Welt schon wieder ein bisschen anders aus, weil in meinem letzten Vortrag, da war gefühlt das ganze Weltwissen auf YouTube versammelt. Und zwar nicht unbedingt irgendwie in Bibis Schminkkanal, sondern YouTube wirklich als dezentraler Wissensspeicher für Tutorials, Diskussionen sämtlicher Art. Es gibt kein Thema, zu dem man quasi YouTube nicht als Telekolloquium in bestürzend hoher Qualität nutzen kann. Man muss halt nur in den richtigen Ecken suchen davon. 2022, heute, sieht die Welt, finde ich, wieder ein ganz Stück anders aus. Es gibt meiner Wahrnehmung nach eben nicht mehr diesen einen Ort, an dem sich die Menschheit versammelt, um irgendwo Wissen auszutauschen und sich zu informieren, sondern es wird immer stärker fragmentiert auf eine ganze Reihe von Diensten. Gerade jetzt in Zeiten von Corona oder jetzt auch der Ukraine-Krise sehen wir, dass ein Dienst wie Twitter plötzlich eine Informationsquelle geworden ist, wo durch enorm viele dezentrale Informationen doch so etwas wie ein Wissensspeicher aggregiert wird mit allen Vor- und Nachteilen, die so etwas Dezentrales hat. Ja, Reddit als Diskussionsplattform und selbst WhatsApp, wo Sie jetzt sagen können, WhatsApp, was zum Teufel hat WhatsApp mit einem zentralen, kanonischen Ort des Wissens zu tun, wenn dort also irgendwie hin und her gechattet wird. Wenn ich aber jetzt als Vater von 2 Kindern in der Kita mich informieren will über Dinge, die in meinem Alltag wichtig sind, dann ist für mich eine zentrale Informationsquelle der olle WhatsApp-Eltern-Chat-Kanal, den ich nutze. So, da hilft mir halt die Wikipedia überhaupt nicht weiter. Das heißt also, je nachdem, was wir als Wissen oder was wir als Information deklarieren, kommen sehr unterschiedliche Dienste zum Tragen. Was wir auch sehen jetzt nach 2 Jahren Corona ist, dass wir doch alle Expertinnen und Experten geworden sind in der fast täglichen Nutzung von Diensten, die man vorher vielleicht nicht mit der Kneifzange angefasst hätte. Ja, also wir haben eben plötzlich, sind alle Profis in Zoom-Konferenzen, auch wenn manche es mit dem Muten immer noch nicht so ganz kapiert haben, aber im Großen und Ganzen ist das plötzlich eine Art von digitalem Wissenserwerb geworden in den letzten 2 Jahren, die doch ganz erstaunlich ist und die uns, glaube ich, sehr in die Karten spielt. Ich habe hier mal so eine Tabelle aufgelistet von ein paar grundsätzlichen digitalen Infrastrukturdingen wie eben Terminfindung oder Umfragen oder Chat oder Dateiaustausch oder eben auch Videokonferencing, und dahinter der jeweilige zentrale Platzhirsch, also der Dienst, der das Ganze mehr oder weniger dominiert. Teilweise gibt es natürlich mehrere davon. Und wie gesagt, durch Corona haben wir plötzlich einen Weiterbildungsschub bekommen als gesamte Gesellschaft, wo wir uns, glaube ich, als Bibliotheken mit unseren
ganzen Kursprogramm sehr schwer getan hätten, auch nur ein annäherndes Niveau zu bringen. Da hatte die Krise vielleicht ihr Gutes. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, die Folie kann man jedes Jahr beliebig aktualisieren, dass diese ganzen zentralen Dienste extrem anfällig sind für Datenraub und für Missbrauch sämtlicher Art. Unten mal der Wikipedia-Link, wo man sich nachschauen kann, Liste von Datendiebstählen pro Jahr. Es sind also Dutzende, wo also jeweils Millionen bis Milliarden Datensätzen, personalisierter Datensätze von zentralen Dienstleistern wie eben Instagram, Facebook, Apple, LinkedIn, was auch immer, gestohlen und geraubt werden. Das heißt also, auch wenn wir diese ganzen Dienste nutzen oder nutzen müssen, weil es scheinbar keine Alternative gibt, ist das keine Welt, in der wir eigentlich besonders gerne uns bewegen wollen, insbesondere nicht als Bibliotheken. Das Gute ist, dass es zu all diesen zentralen Diensten mittlerweile freie Alternativen gibt. Das heißt, egal welchen dieser Dienste man nimmt, beispielsweise Dropbox zum Austausch von Dateien, hat sich mittlerweile relativ rumgesprochen. Es gibt Nextcloud oder den Vorgänger OwnCloud, die relativ dasselbe tun, genauso performant, sehr vergleichbarer Funktionsumfang, aber es ist Open Source und ich kann es selber betreiben. Und das kann man durchdeklinieren für nahezu jeden dieser Dienste. Für Videokonferenzen kann ich einen Jitsi-Server aufsetzen anstatt Zoom, wobei das der Bereich ist, wo ich sagen würde, das ist noch das anstrengendste von der Performance her. Aber viele der anderen Dienste hier sind also wirklich so gestaltet, Chat, ich muss eben nicht WhatsApp nehmen, ich kann auch einen Rocket-Chat-Server oder einen Matrix-Server aufsetzen und habe dann eine Chat-Infrastruktur, die völlig unabhängig ist von US-Dienstleistern an dieser Stelle. Und es ist auch nicht so, dass man das alles selber betreiben muss, wenn man daran Interesse hat. Das hier ist mein ehemaliger Wirkungsort bzw. das Rechenzentrum von der Uni Göttingen, wo ich ja herkomme. Und die haben jetzt die sogenannte Academic Cloud für Niedersachsen gestartet, wo sie hingehen und als zentrales Rechenzentrum diese ganzen Dienste anbieten. Das ist schon mal ein wirklich breites Portfolio, was man dort abgedeckt bekommt. Das heißt also, wenn man dort einen Account hat an der Universität Göttingen oder an irgendeiner anderen Uni in Niedersachsen, kann man sich einfach damit einloggen und diese ganzen Dienste als Digitalportfolio nutzen, ohne dass man dafür etwas bezahlen muss, ohne dass man irgendjemand Rechenschaft schuldig ist, einfach so. Der Punkt ist, das Ganze wird halt betrieben von der GWDG, Uni-Rechenzentrum, Universitätsaccount. Das heißt, an dieser Stelle reden wir über Privilegien. Es ist eben kein Dienst for the rest of us, sondern eben für eine privilegierte akademische Schicht. Und es ist meine feste Überzeugung, dass der Zugang zu freier Infrastruktur als Grundlage digitaler Teilhabe allen offen stehen sollte, unabhängig davon, ob ich an einer Universität bin oder nicht. Dafür gibt es weltweit, würde ich fast sagen, aber auf jeden Fall innerhalb von Deutschland, keine brauchbare, belastbare Infrastruktur. Warum sollten das Bibliotheken tun oder könnten das Bibliotheken tun oder was sind die Vor- und Nachteile davon? Was immer so ja als Schlagwort kommt, und ich habe gerade eben auch gehört, da wird es ja im September sogar noch eine dezidierte Tagung zu geben, Bibliotheken als dritter Ort. Ja, zwischen Arbeit, zwischen Freizeit, irgendwo dazwischen positionieren sich Bibliotheken. Der Begriff, das wissen Sie, wird auch durchaus hin und her diskutiert. Ich finde ihn nach wie vor recht nützlich. Und immerhin finden wir ihn sogar im aktuellen Koalitionsvertrag auf Seite 122, dass also selbst die Bundesregierung das stärken möchte. Und wir sehen mal hier, wie breit unser Spektrum eigentlich ist, was wir als Bibliotheken vor Ort machen. Und das ist auch nur ein Ausschnitt, den ließe sich wahrscheinlich noch durchaus weiter nach unten erweitern. Das ist eher so wissenschaftliche Bibliothek, ja, so mit den öffentlichen Bibliotheken sieht das Portfolio, glaube ich, noch deutlich bunter aus. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, wenn man sich schaut, was schaffen wir von diesen dritten Orten Aspekten eigentlich im digitalen Bereich, dann sieht die Welt halt sehr schnell sehr dünn aus. Ja, da haben wir eben doch im Wesentlichen unsere OPACs, Discovery-Systeme, Nachweissysteme, Informationsseiten, News-Ticker, Angebot von digitalen Medien vielleicht. Ja, aber es ist eben doch signifikant weniger und dünner als das, was wir eigentlich in der analogen Welt schaffen. Und von daher also meine Grundthese, die Bibliothek als dritter Ort, das muss uns endlich auch mal online gelingen. Das ist ein Bereich, in dem wir wirklich etwas tun können. Und wenn man sich so die Startseite der digitalen Angebote der VÖBB anschaut, da ist ja auch echt noch Platz hier auf dieser Leiste. Ja, das heißt also, da hat ja schon jemand vorgedacht und gesagt, da kann man doch nochmal was hinsetzen. Das heißt, was ist also der Gedanke, dass man als Bibliothek strategischer Partner wird für
Open-Source-Projekte wie diese hier, um mit denen zusammen eine Infrastruktur zu bauen, die man Bibliotheksnutzerinnen und Nutzern frei und unkompliziert anbieten kann. Und ich glaube, dass Bibliotheken hier eine gute Ausgangsposition haben, weil wir, glaube ich, doch einiges zu bieten haben der Open-Source-Szene. Wir können nämlich Dinge besetzen, die so ein klassischer Programmierer, Programmiererin eher nicht so gerne macht. Beispielsweise eben Tests, Bug-Reports oder gar Dokumentation. Ja? Dinge mal dokumentieren. Wir können halt Handouts bauen. So, ja? Plugins, Extension, Themes, ist vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten. Bereich Hosting komme ich gleich dazu. Vermittlung, Schulung, Support, das ist etwas, was wir seit Jahrhunderten machen. Ja? Kein Open-Source-Projekt kann es sich irgendwie leisten, vor Ort so etwas wie einen Schulungsraum zu betreiben und dort entsprechend irgendwie Veranstaltungen zu machen. Gibt es einfach nicht. Von User Experience haben wir ein bisschen Ahnung. Ja? Also wie sieht der Blick eines Allgemeinsterblichen auf eine Nutzeroberfläche aus und jemand, der nicht aus der technischen Welt herauskommt. Was wir aber auch und vor allen Dingen haben, ist dieser grüne Bereich hier unten. Man könnte das etwas simpel auf die Formel bringen, wir sind die Guten. Wir haben eben als Bibliotheken keine Hidden Agenda. Ja, wir müssen keine Aktienkurse nach oben treiben. Unser ganzes Reporting ist letztendlich doch relativ harmlos. Wir haben eine ausgesprochen zivilisierte Nutzergruppe und Nutzerinnengruppe. So, ja, die behandeln vielleicht unsere Bücher nicht immer so pfleglich, wie wir das gerne hätten. Ja, aber trotzdem, im Großen und Ganzen, das sind vernünftige Leute, die wir als Zielgruppe mitbringen. Und wir haben sowas wie eine Aura der Bibliothek. Ja, man geht in eine Bibliothek, um ein besserer Mensch zu werden. Das haben nicht viele Gruppen. Was spricht dagegen, so etwas zu tun? So ein bisschen halt so die Fallhöhe mit diesen Cloud-Diensten. Ja, Cloud ist ja auch irgendwie so oben. So, das heißt also, das können wir alles nicht. Das ist doch irgendwie nicht unser Gehöft. Warum sollte man sich jetzt irgendwie um solche Themen kümmern? Zunächst kann man, glaube ich, mal gucken, was würde uns jetzt alles nicht helfen. Das hier möchte ich mal sehr empfehlen. Das ist die Frau Lilith Wittmann. Folgen Sie der mal auf Twitter. Das ist eine Aktivistin und Hackerin und Datenrechtlerin, würde ich sie mal, oder Zukunftsvisionärin. Die zerlegt gerade wirklich im Alleingang die Digitalstrategie deutscher Behörden. So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Folgen Sie dir mal und lesen Sie es mal. Und das hat sie gerade vor 2 Tagen, glaube ich, gepostet. Und das trifft sehr gut dem, was ich auch immer gebetsmühlenartig seit Jahren verbreite. Man wird jetzt als Bibliothek nicht ein überzeugender Spieler im Cloud-Bereich, wenn man sich das Ganze einkauft. Das heißt also, es klappt eben nicht mit einer externen Unit, mit einer Beraterarmee, mit einem Hippenzentrum für Something-Something, einer GmbH des Bundes, die als Agentur fundiert. Das sind alles Konzepte, die abhängig machen. Ja, die schon alleine, weil sie natürlich weiter existieren wollen, Wissen aus der Verwaltung raushalten. So, das ist der ganz zentrale Satz. Ja, wir müssen schon uns aufmachen und selber ein Stück weit einen eigenen Wissenserwerb und Wissensaufbau betreiben. Nicht jeder, nicht jede von uns, aber wir können es uns auch nicht leisten, das komplett auszusourcen. Das Zweite, was uns auf gar keinen Fall retten wird, sind Blockchains. Ist ein bisschen off-topic, aber ich vermute, dass in den nächsten Wochen und Jahren Sales-Droids bei Ihnen aufschlagen werden, die versuchen, Ihnen Blockchains, Web3 und NFT zu verkaufen. Laufen Sie weg und bewerfen Sie diejenigen am besten noch mit faulem Gemüse. Das ist das Beste, was Sie machen können. Es lohnt sich, diesen Artikel hier unten mal durchzulesen. Das dauert so ungefähr 45 Minuten, aber dann haben Sie wirklich einen relativ guten Eindruck dazu, was von Blockchains eigentlich wirklich zu halten ist und wie das Ganze einzuordnen ist. Es ist relativ untechnisch geschrieben, das Ganze. Hier und heute versuche ich das mal auf einen sehr einfachen Nenner zu bringen. Ja, die DNA einer Blockchain ist Misstrauen. Das ist das, was eine Blockchain versucht zu lösen, das Problem. Die DNA einer Bibliothek ist Freizügigkeit. Es ist komplett inkompatibel. Blockchains lösen kein einziges Problem irgendeiner Bibliothek. Wenn also irgendjemand zu Ihnen kommt und Ihnen sagt, hier, mit Blockchains kannst du XY, dein Verleihkonto, was auch immer, laufen Sie weg. Der will Ihnen nichts Gutes. Was machen wir jetzt aber? Wir wissen halt so, dieser Marketingbegriff Cloud hat sowieso noch nie funktioniert. Es gibt keine Cloud, es gibt nur sehr reale physische Computer, die irgendjemand betreiben muss und auf denen irgendwelche Dienste laufen. Warum oder wie könnten wir als Bibliotheken das tun und ist das überhaupt unser Gehöft?
Da denke ich, naja, wir sind aber doch schon relativ experimentierfreudig in vielen technischen Bereichen. Beispielsweise dieses hier, Makerspaces, ja, wo die Leute also hingehen können und sich bei uns vor Ort digitale Objekte ausdrucken können und die dann physisch real mit nach Hause nehmen können. Das ist schon ganz schön weit weg von dem, was wir normalerweise als Bibliotheken tun. Ja, und trotzdem waren wir offensichtlich der Meinung, dass es eine Infrastruktur ist, die interessant ist, dass es einen Bedarf gibt daran, so etwas nutzen zu können und dass es eine Infrastruktur ist, die sehr teuer und aufwendig ist, privat zu betreiben und zu verstehen. Und dass es darum eine gute Idee wäre, wenn Bibliotheken so etwas zumindest an einigen Orten auch mit anbieten. Und genau das fordere ich auch für den digitalen Bereich. Und wo wir, glaube ich, wenig Angst haben sollten, ist, dass wir uns damit technologisch wahnsinnig überdrehen und das alles viel zu kompliziert ist. Denn all das, was wir hier auf der rechten Seite haben, das ist wirklich gut verstandene, abgehangene Technologie. Ja, das sind Projekte, die teilweise älter als 10 Jahre alt sind, die da draußen wirklich millionenfach installiert sind und laufen. Aber bisher muss halt jeder immer seinen eigenen Server kaufen, sich die Software drauf installieren, sich das drauf schaffen, es dann selber betreiben. Einfach nur diesen Schritt zu vereinfachen, das wäre der Gedanke. Und es ist wirklich keine schwierige Technologie im Betrieb. Als Hub oder als zentrales Dashboard würde man wahrscheinlich Nextcloud nehmen. Die bringen schon so einen Dashboard-Gedanken mit. Das ist mal hier die von meiner privaten Instanz. Das ist übrigens, ich betreibe, ich glaube, 80% dieser Dienste hier rechts betreibe ich selber auf Servern von mir und ich habe kein Semester Informatik studiert. Ja, wenn ich das schaffe, dann sollte das ein kleines Rechenzentrum Berliner Bibliotheken auch hinbekommen. Das ist jetzt also hier mal einfach das Dashboard von meiner Nextcloud-Instanz. Sie sehen schon, man hat oben rechts, könnte man dann andere Dienste, also die verschiedenen Facetten der Dienste verlinken. Man kann einzelne Dinge dann reinstreamen in die Mitte. Das ist alles noch nicht perfekt, aber so als Grundstart wäre es wahrscheinlich völlig ausreichend. Das heißt also, auch hier müsste man gar nicht groß irgendetwas Neues oder Eigenes entwickeln, sondern kann einfach auf Dinge zugreifen, die schon da sind. Der nächste Punkt, warum wir, glaube ich, nicht viel Angst haben sollten, ist, wir können so einen Dienst ausgesprochen gut skalieren. Es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich 5 Millionen Leute aus München angefangen würden, bei uns einen Account zu shoppen, sondern es wäre eben gekoppelt an ein Bibliothekskonto unserer Bibliotheken. Und diese Urangst, oh mein Gott, was werden die dann dort für Vandalismus anstellen, wenn wir denen irgendeine freie, unkontrollierte Digitalinfrastruktur bereitstellen? Ja, mein Gott, wir vertrauen denen doch aber auch unsere Bücher an. Ja? Und wenn wir denen schon unsere Bücher mit nach Hause geben, dann sollte das mit ein paar Nullen und Einsen doch vielleicht auch gelingen. Diese Liste war ja dann aber relativ lang. So, vielleicht will man nicht alles gleichzeitig machen. Und von daher wäre nochmal eine Empfehlung von mir, wenn Sie irgendwas machen wollen, dann starten Sie mit Hedgedog. Das ist vielleicht noch nicht sonderlich bekannt, aber das ist so ein Nachfolger von sogenannten Etherpads und ist letztendlich eine Infrastruktur, wo man eine leere Seite sich klicken kann, so wie bei Google Docs und dann auch sehr vergleichbar mit Google Docs mit beliebig vielen Leuten gleichzeitig strukturiert an einem Text schreiben kann. Mehr kann das nicht, aber ich kann Bilder reinfallen lassen per Drag and Drop, kann auch die einzelnen Seiten miteinander verlinken. Das heißt, ich kann sogar relativ schnell so etwas wie einen kleinen Webseitenverbund damit aufbauen. Das ist unfassbar niedrigschwellig. Man hat irgendwie keinerlei Nutzeroberfläche, sondern fängt einfach nur an zu tippen. Und bei uns in der Staatsbibliothek und in der Stiftung haben wir das seit ein paar Monaten laufen und es gibt wirklich niemanden, der das nicht instantan liebt. Das heißt also, egal wie kritisch die Leute ansonsten irgendwelchen Programmen oder Softwaren gegenüber eingestellt sind, Hedgedog ist etwas, da verspreche ich Ihnen, das wird funktionieren, wenn Sie einfach nur eine Hedgedog-Farm aufsetzen für den Berliner Verbund. Das ist auch von der ganzen Softwareinfrastruktur her wirklich gut zu beherrschen. Ja, ein LDAP-System davor, fertig. Etwas komplizierter, aber dafür natürlich dann auch mächtiger, wäre, wenn man unten drunter dann noch eine Nextcloud setzt, um die Leerstelle des ganzen Dateihandlings mit abzusetzen und eben zu so einem Dashboard zu kommen, wie ich es gerade eben gezeigt hatte. Und dann der wahrscheinlich sinnvollere nächste Schritt wäre dann nochmal eine Discourse-Installation. Das ist eigentlich ein Internetforum, so der nächsten Generation, extrem gut zu bedienen, was aber auch gleichzeitig schon Funktionalitäten noch mit sich bringt, wie Umfrage, wie Wiki und so weiter. Das heißt also, Sie sparen mit einer Discourse-Installation dann wiederum nochmal 5 weitere Tools ein und können das in einem einzigen Produkt verhandeln und haben gleichzeitig dann auch noch einen sehr guten Diskussions- und Austausch-Hub, wo Sie dann auch mit
ihre Nutzerinnen und Nutzern wirklich in eine Kommunikationsbeziehung treten können. Das ist ja auch eine Leerstelle, die wir wirklich haben. Wir haben den Kontakt vor Ort, aber wir haben eigentlich keinen Kontakt zu unseren Nutzerinnen und Nutzerinnen im digitalen Bereich. Das heißt also, meine Empfehlung wäre, da kann man natürlich auch ganz anderer Auffassung sein, die drei Dienste in genau dieser Reihenfolge, damit wäre man schon ziemlich weit vorne. Und was wir halt auch haben, sind Standorte. Das heißt also, wir haben eben dann nicht nur irgendwo ein Zentrum, sondern die Leute können vor Ort hingehen und wir können Schulungen vor Ort anbieten. Die können vielleicht eine Person pro Bibliothek, die wirklich Fragen beantworten kann. Nicht alle, ja, aber eine würde ja schon mal reichen. Man muss ja nicht überall perfekt breit aufgestellt sein. Aber das, was wir hier haben, diese Infrastruktur, ja, jedem Berliner Start-up schießen da ja die Tränen in die Augen. Ja, was wir hier an Standorten in hervorragenden Lagen zu bieten haben. Das ist ein Fund, mit dem andere wirklich nicht wuchern können. Das ist eine Grafik, die hatte ich für meinen letzten Vortrag 2019 mal gebaut. Da hatte ich die These vertreten, bevor wir so nach draußen gehen mit solchen Diensten, müssen wir erstmal uns selber ertüchtigen, diese digitale Welt wirklich gut zu verstehen. Weil es ist völlig klar, dass bei unseren ganzen Kolleginnen und Kollegen der souveräne tägliche Umgang, auch trotz Corona, damit natürlich noch nicht so ohne weiteres gegeben ist. Und meine These damals war, dass wir erstmal so ein Jahr im Intranet anfangen und diese Dienste alle aufsetzen und für uns intern als interne Bibliotheksinfrastruktur nutzen, um dort besser zu werden. Und dann gehen wir damit nach draußen. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob das ein cleverer Weg ist. Auch ein bisschen aus den Erfahrungen, die wir gerade in der Staatsbibliothek machen. Es gibt dann halt doch auch immer einfach widerständige Elemente, die einem so ein Projekt dann relativ kaputt schießen können. Das heißt also, was ich mittlerweile auch finde, ist, Zukunftsprojekte brauchen eine Resilienz gegen interne Widerstände. Also man braucht irgendwo, muss man manche Dinge dann eben auch doch einfach mal machen, wie unser neuer Generaldirektor immer sagt, bevor man zu einer 100% einhelligen Meinung innerhalb des Kollegiums kommt. Was braucht man jetzt aber für Kompetenzen wirklich vor Ort? Das ist jetzt nicht so ganz passgenau, das ist aber mal rauskopiert aus dem, wie wir in meinem Referat in IDM3, wir sind also eben auch für Intranet-Dienste zuständig und für Online-Dienste, wie wir Support und Strukturen innerhalb der Staatsbibliothek für andere Kolleginnen und Kollegen der Staatsbibliothek anbieten. Und das, was man sicherlich jetzt irgendwo zentralisieren müsste, ist unten der Bereich der harten IT. Das heißt also irgendwo jemand, wo halt die Server stehen und wo die grundsätzliche Infrastruktur drauf ist und wo die Patches reingespielt werden. So, aber oben drüber die gelbe Struktur und die blaue Struktur, das ist etwas, was eben sehr gut dezentral passieren kann. Das heißt also, wie sind die Dienste dann genau ausgeformt und vor allen Dingen eben oben der blaue Bereich, wie ist die Ansprache, wie ist die Struktur, was wir unseren Nutzerinnen und Nutzern anbieten wollen? Ja, welche Inhalte und Module binden wir dort ab? Was machen wir für Best-Practice-Beispiele? So, und dafür muss man eben keine Informatik studiert haben. Und das funktioniert bei uns jetzt in meinem Referat so, dass diese grüne Ebene hier, die ja schon relativ techniklastig-seitig aussieht, das machen bei uns wirklich Bibliothekarinnen im Wesentlichen sogar. Das, was man so auch als Systembibliothekarin benennt. Also welche, die sich einfach gerne mit Technik beschäftigen, obwohl sie nie Informatik studiert haben. So, und die blaue Ebene, das sind wirklich Laien. Das heißt also, die brauchen noch nicht mal mehr eine große Affinität zur Technologie. Die müssen aber in der Lage sein, eben in Strukturen, in quasi technische Rahmenbedingungen ein bisschen umzuwählen. Also sprich, ich mache irgendwie eine Veranstaltung in der Bibliothek. Mit welchem dieser Module, die wir eben gezeigt haben, kann ich diese Veranstaltung technologisch online gut unterstützen? Dafür brauche ich kein Informatikstudium. Und wem das alles immer noch zu abstrakt ist, da habe ich wieder aus persönlicher Betroffenheit nochmal ein sehr praktisches Beispiel mitgebracht. Berliner Kitas. Ich habe jetzt also zwei kleine Racker in einer Kita. Und wie sieht dort mein Alltag aus, was Informationen angeht? Zentraler Kanal ist also der WhatsApp-Kanal für die Eltern, weil was anderes wird einem halt nicht irgendwie zur Verfügung gestellt und es ist das Einzige, auf das sich irgendwie alle einigen können. So, mir persönlich wäre jetzt irgendwie Signal viel lieber, ich habe aber keine Chance durchzudringen, weil hat ja irgendwie keiner. Ja. Telefonketten für Notfälle. Ja, so, morgen ist die Kita geschlossen. So, und dann wird also eine Telefonliste durchtelefoniert. So. Wenn es darum geht, irgendwie an Dateien dran zu kommen oder welche Termine stehen im nächsten Monat an, werden also E-Mails geschrieben von der Kita-Verwaltung. Ja, endlos lange E-Mails, das heißt also, ich muss in meinem E-Mail-Archiv, ist also gleichzeitig der Datenspeicher, ja, der Storage
für alle Dinge, die die Kita betreffen. Denn natürlich Aushänge vor Ort, ja, man glaubt nicht, dass es davon irgendwo eine digitale Repräsentanz gäbe, die ich mir anschauen könnte. So, aber die entscheidende Komponente ist dann eigentlich der Flurfunk. Was erfahre ich eigentlich irgendwie beim An- und Ausziehen der Kinder? So, und der wirklich zentrale Ort ist der Spielplatz nach der Kita, wo ich an die eigentlichen Informationen rankomme. So, und das ist das Jahr 2022 und so sehen Kitas in Berlin aus, wenn es ums Digitale geht. So, von Schulen rede ich jetzt nicht, weil das ist jetzt nicht mein Gehöft, aber ich habe mir sagen lassen, dort ist es nicht viel besser. So, aber bei Kitas, da kenne ich mich ein bisschen aus. Meine Frau ist gerade auch Elternvertreterin und die hat jetzt also wirklich für ihre Koordination mit den anderen Vertreterinnen, hat sie wirklich jetzt selber eine Nextcloud-Instanz aufgesetzt, um überhaupt irgendwie mal einen Ansatzpunkt zu haben. Ja? So, und wenn meine Frau schon dazu gezwungen ist, als ebenfalls Nicht-Informatikerin, sich so eine Infrastruktur hochzuziehen, ich glaube, da ist ein Bedarf. Ja? Das heißt also, Kita als strategischer Kooperationspartner von Bibliotheken für geschützte, sichere, digitale Kommunikationsräume. Das wäre, glaube ich, eine clevere Sache, die man tun könnte. Die Kitas selber sind dazu definitiv nicht in der Lage, das, glaube ich, einschätzen zu können. Ja, also die sind froh, wenn sie eine Mailingliste betreiben können. Das war es dann aber auch an dieser Stelle. Ja, aber hier irgendwo einen digitalen Raum, der wirklich halt trusted ist, also wo sich beide Seiten vertrauen können, dass eben auch keine Informationen nach draußen gehen, weil natürlich sind Kita-Informationen hochsensibel. Aber umso mehr sollten sie nicht auf WhatsApp liegen. Verdammt nochmal. Damit komme ich dann auch schon zum Ende. Ich werde jetzt nicht die ganzen Punkte nochmal durchlesen. Ich denke, dieses Bibliothek als dritter Ort und wie kann das online funktionieren? Ich glaube, so schwierig ist unser nächster Schritt gar nicht, den wir machen sollten. Ich glaube, unsere strategische Lage ist relativ gut. Ich glaube, die Ressourcen, die wir dazu einsetzen müssen, sind ausgesprochen überschaubar. Wir haben eine sehr gut wohldefinierte Zielgruppe. Es hat enormes Potenzial, an neue Accounts und Nutzerinnen und Nutzer ranzukommen. Ja? Wenn ich mir also in Zukunft überlege, als Berlinerin, okay, hole ich mir jetzt einen Account bei US-Dienstleister XY oder hole ich mir einfach einen Berliner Bibliotheksausweis, um irgendwie an meine Nextcloud zu kommen. Das sind mir dann am Ende des Tages doch auch liebe Nutzerinnen und Nutzer, egal ob sie dann auch noch meine Bücher lesen, aber vielleicht gucken sie dann ja auch wirklich noch mal in der Bibliothek vorbei. Das heißt also, ich glaube, wir können hier mit relativ überschaubarem Aufwand, können wir hier eine Menge gewinnen. Versuchen wir es doch vielleicht einfach mal. Vielen Dank.